أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Liebe Geschwister im Islam, Brüder und Schwestern im Glauben, nachdem wir subhanahu wa ta'ala Allahu azza wa jal gelobpreist haben, erwähnt haben und Frieden und Segen auf den Propheten Muhammad alayhi salatu wassalam gewünscht haben, möchte ich, liebe Geschwister, heute euch eine sehr wichtige Botschaft mitgeben. Und natürlich adressiere ich diese Botschaft erstmal an mich selbst und dann an jeden anderen. Und es ist ein wichtiges Thema, bi'idhnillahi ta'ala, und ich bitte jeden Bruder und jede Schwester, jeden Bruder und jede Schwester aufmerksam zuzuhören, weil bi'idhnillahi ta'ala, wenn wir, und ich sage extra wir, weil ich, wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, ich meine mich selbst, wenn wir gewisse Dinge begreifen oder wenn wir uns ständig daran erinnern und es später dann verinnerlichen, weil Verinnerlichung geht nicht immer direkt, dann, liebe Geschwister, werden wir viel Nutzen haben in unserem Leben als Muslime und in dieser Prüfungsstätte dieser Erde. Liebe Geschwister, ich benenne dieses Thema oder ich benenne diese Botschaft: der Muslim, die Muslime streben ständig nach dem Wissen bis zum Tod. Der Muslim und die Muslime, also beide, streben nach dem Wissen ständig bis zum Sterben. Liebe Geschwister im Islam, wahres Wissen im Islam, wahres Wissen in der Religion, wahres Wissen im Allgemeinen ist nicht immer, liebe Geschwister, dargestellt durch ein Dokument oder durch ein Stück Papier, das man bekommt. Und in der Religion sowieso nicht. Es hat nichts damit zu tun, ob man ein bestimmtes Papier bekommt, was, oder ein Diplom, damit man sagen kann, der hat ein wahres Wissen. Natürlich, ich meine hiermit natürlich nicht die Tazkiya eines Scheich, der gibt über eine andere Person, aber man sagt, ja, hier, ich habe ein Diplom von der Uni oder ich habe da und da einen Zettel. Das wahre Wissen sind nicht die Zettel, liebe Geschwister. Denn diese Zettel haben keinen Nutzen für dich und keinen Nutzen für die Person, wenn er nicht nach diesem Wissen, was dieser Zettel bestätigt, handelt. Wenn er nicht dieses Wissen weitergeben, es nicht lehren kann. Wenn er selbst dieses Wissen vielleicht durch die Prüfung gebracht hat, aber nicht selber versteht und wiedergeben kann. Deswegen, meine Geschwister im Islam, das wahre Wissen in der Religion, das wahre Wissen für einen Muslim und eine Muslima ist das Wissen, liebe Geschwister, was er erwirbt, woran er, womit er handelt und es weitergibt. Und die Geschwister im Islam, auch das wahre Wissen, liebe Geschwister, gehören zu dem Wissen, wo der Muslim oder die Person, die das Wissen aneignet, ständig Tag für Tag versucht zu vermehren. Das heißt, er versucht es zu vermehren und er versucht es, liebe Geschwister, immer aufzufrischen. Er versucht immer mehr zu erfahren. Wie man schon sagt, auf Deutsch, wenn man den Spruch kennt, dass Lernen tut man nie aus. Also man tut nie auslernen und man lernt immer dazu. So, liebe Geschwister, heißt es auch im Buch von Allah subhanahu wa ta'ala in Sure 20 im Koran, in Vers 114. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Und sag, mein Herr, lasse mich an Wissen zunehmen. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Und sag, mein Herr, lasse mich an Wissen zunehmen. Liebe Geschwister, und das ist das Wichtige beim wahren Wissen als allererstes, dass wir an Wissen zunehmen müssen. Wir müssen versuchen, nach Wissen zu streben, denn das ist wahres Wissen auch. Das gehört auch zum wahren Wissen, dass wir ständig nach dem Wissen streben. Und Alhamdulillahi ta'ala, wir haben sehr viele Möglichkeiten und einfache Möglichkeiten, nach dem Wissen heutzutage zu streben. Aber dazu komme ich noch. Als allererst, liebe Geschwister, unsere Vorfahren, unsere rechtschaffenen Vorfahren, die Salafu Salihin, ja, diejenigen, die uns vorausgegangen sind in der Religion, haben immer, liebe Geschwister, nach dem Wissen gestrebt und haben immer versucht, ihren Standpunkt des Wissens immer zu vermehren, zu verbessern, immer mehr zu machen, liebe Geschwister. Und denen war egal, wie hoch der Wissensstand von ihm selber war, denen war das egal. Den rechtschaffenen Vorfahren, den Salafus Salihin, denen war es egal, ob sie einen hohen Wissensstand hatten,
Sie waren nie, es war für sie nie zu hoch genug, um weiterzulernen. Dass sie sagen, ja, jetzt habe ich so viel Wissen, ich brauche nicht mehr weiterzumachen. Sie haben immer wieder das Wissen angenommen, liebe Geschwister, und immer vermehrt. Und die Salafus Salih, liebe Geschwister, sie glaubten daran, dass das Wissen wie ein lebendes Wesen war. Also sie haben das Wissen wie ein lebendes Wesen betrachtet und das gedeihen würde. Also es gedeiht ständig, es wird immer mehr. Und wenn man es aktiv verfolgen würde, dass das immer größer wäre, dieses Wesen. Aber wenn man es vernachlässigen würde, dass das dieses Wesen irgendwann aussterben würde oder irgendwann sterben würde. So auf diese Art und Weise betrachten sie das Wissen. Sie betrachten das als ein Wesen, was immer wächst, wenn man aktiv dabei bleibt, und was stirbt, wenn man inaktiv ist, wenn man damit aufhört, danach, liebe Geschwister, zu streben. Und dieses Streben nach Wissen, liebe Geschwister, der rechtschaffenen Vorfahren, das Salafus Salihin, beweist sich in ihrer Aussage und zeigt sich in den Aussagen dieser Leute, liebe Geschwister. Ob das Tabi'un waren, ob das große Rechtsgelehrte waren der damaligen Zeit, liebe Geschwister oder Sahaba radiallahu anhum, ihre Aussagen bekräftigen diese Dinge, liebe Geschwister. Dass sie nie sich zu hoch gesehen haben, um Wissen anzueignen, um ihr Wissen zu vermehren, egal welchen Wissensstand sie hatten, dass sie das Wissen wie ein Wesen betrachteten. Wenn du aktiv dabei bleibst, gedeiht es immer weiter. Wenn du nicht, wenn du inaktiv wirst, dann, liebe Geschwister, wird dieses Wesen eingehen und sterben. Imam Ibn Abdul Bar, liebe Geschwister, sagte oder berichtete, liebe Geschwister, von einem anderen, der Salaf, der sagte, solange wie du nach Wissen strebst, bist du wissend. Aber sobald du dieses Streben aufgibst, wirst du unwissend. Schau mal, was er sagt, liebe Geschwister. Solange, unserer Vorfahren, solange du nach dem Wissen strebst, bist du wissend. Also die haben eine Person als Wissen betrachtet, der immer nach Wissen gestrebt hat, der nicht damit aufgehört hat. Und was sagt er? Aber sobald du dieses Streben aufgibst, wirst du unwissend. So haben die Salaf, liebe Geschwister, gesehen. Imam Malik, rahimahullah, berichtete, keiner, der Wissen hat, sollte damit aufhören, nach Wissen zu suchen. Keiner, der Wissen hat, liebe Geschwister, sollte damit aufhören, nach Wissen zu suchen, sagte Imam Malik, rahimahullah. Und Imam Abdullah, liebe Geschwister, Ibn al-Mubarak, sagte, wurde gefragt, wie lange wirst du nach Wissen streben? Er antwortete, bis ich sterbe, da ich wahrscheinlich die Dinge noch nicht gelernt habe, von denen ich am meisten profitieren werde. Schau mal, ach liebe Geschwister, eine sehr weise Aussage. Und was der sagt, wie wir gesagt haben, der rechtschaffene Muslim, der Muslim mit Verstand, mit Verständnis, der Muslim natürlich, die diese Dinge verinnerlicht, liebe Geschwister, wird nach Wissen streben, bis er stirbt. Und das ist ein, wir sollen uns nie zu gut sehen, um Wissen zu erwerben, und auch nie, liebe Geschwister, uns zu gut sehen, Wissen zu erwerben von einer Person, die vielleicht weniger Wissen hat als du. Denn das zeigt wahres Verständnis, liebe Geschwister. Nie zu schaden sein, auch mal als vom Position der Person, die lehrt, zu der Position zu gehen, von der Person, die belehrt wird. Zu einer Person werden, die belehrt wird. Das heißt, man ist vielleicht mal in der Lage, wo man Leute belehrt, aber man sollte sich nicht dann zu schade finden, um auch wieder zurückzugehen und sich selbst belehren lassen. Liebe Geschwister im Islam, deswegen, der Muslim strebt der nicht nach Wissen. Mein Bruder und meine Schwester im Glauben, weil beide müssen nach Wissen streben, beide. Und das ist auch wichtig. Natürlich muss ich hier was in Klammern setzen. Die Schwester, die Mutter ist, die Schwester, die Hausfrau ist, die Schwester, die gewisse Dinge, Verantwortung, auch andere Verantwortung, wo auch viel Belohnung von Allah Azzawajal bekommen wird und natürlich auch sehr stark geachtet werden muss, wird es nicht immer finden, die Zeit. Aber wenn es Zeit gibt, wenn es das Möglichkeiten geben sollte, versuchst du, meine Schwester im Islam, auch diese Zeit dir zu nehmen, um dieses Wissen zu erwerben. Und wichtig auch an den Bruder, der Bruder soll, liebe Geschwister, versuchen, seiner Frau diese Zeit zu geben. Das heißt, erwähnt, ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel. Deine Frau sagt, ja, es gibt so Unterricht in der Moschee, jetzt irgendwann, was weiß ich, Donnerstag, bleib du zu Hause, kannst auf das Kind aufpassen, ich gehe zum Unterricht, dann soll der Mann das auch machen. Und nicht sagen, ja, okay, ich habe keine Lust, ich will jetzt gerade, was weiß ich, liegen, ich will schlafen. Nein,
Das ist auch ein fataler Fehler, liebe Geschwister, von vielen Geschwistern. Denn so genau wie der Bruder nach Wissen streben muss und Wissen erwerben muss, muss auch die Frau, die Muslima, die Schwester nach Wissen erwerben. Und genauso wie mein Bruder, du dir das selber gönnst, das Wissen zu erwerben, gönn es auch deiner Frau, Wissen zu erwerben. Und gib ihr die Zeit und gib ihr die Möglichkeit, dass sie das auch schafft. Nimm was ab, greif dir unter den Arm und lass sie auch Wissen schmecken. Denn eine Person, die Wissen erwirbt, mein Bruder, weil viele Brüder reden immer darüber, ja, ich will eine Frau sein, haben, die gottesfürchtig ist. Und auch Schwestern sagen das über Brüder. Die Gottesfurcht, liebe Geschwister, entsteht durch das Wissen. Das heißt, man kriegt Wissen, das geht innerlich im Herzen, man verinnerlicht dieses Wissen, weil umso mehr man weiß, umso mehr fürchtet man Allah, umso mehr man über Allah weiß, umso mehr man gottesfürchtiger wird gegenüber Allah. So lasse auch deine Frau und lass deinen Mann Wissen erwerben, um diese Eigenschaft zu erreichen, die du gerne haben möchtest, auch bei deinem Ehepartner. Deswegen wichtig, liebe Geschwister im Glauben, für beide ist dieses Wissen erwerben wichtig. Liebe Geschwister, ein anderer der Fälle wurde gefragt, wie lange gehört es, sich für einen Mann nach Wissen zu streben? Genauso für eine Frau. Er antwortete, solange wie er Leben in sich hat. Solange wie er Leben in sich hat. Imam Sufyan, liebe Geschwister, gab eine exzellente Antwort, als ihm folgende Frage gestellt wurde. Wer hat den größten Bedarf an Wissen? Er sagte, diejenigen, die am meisten Wissen haben. Er wurde nach dem Grund gefragt und er antwortete, wenn sie einen Fehler machen, dann ist es schlimmer. Das heißt, er zeigt uns ganz klar, wo er befragt wird, wer hat es am meisten Bedarf, Wissen zu erwerben. Jeder würde sagen, ja, derjenige, der nicht weiß, derjenige, der noch am Anfang ist. Er sagt sogar, diejenigen, die am meisten Wissen haben, weil es am meisten der Fehler wäre, wenn sie einen Fehler begehen. Und deswegen, liebe Geschwister, ihr seht, wie diese rechtschaffene Gelehrten, diese rechtschaffene Vorfahren von uns zum Wissen erwerben, was sie gesagt haben. Deswegen behalten wir weiterhin den Titel im Kopf, der Muslim erstrebt, die Muslima, sie strebt nach Wissen ständig, bis der Tod uns erreicht. Und es gibt, liebe Geschwister, eine Erzählung von einem Gelehrten namens Fakhruddin al-Razi, der ging in einer Stadt, liebe Geschwister, in der Nähe von Turkmenistan und der war einer der bedeutendsten Mufassirin, wird erzählt. Er ging, liebe Geschwister, in eine Stadt, die namens diese Stadt nennt sich Merv, oder Merv, also Merv wird sie geschrieben hier in der Umsetzung. Und das ist wie gesagt eine Stadt in Turkmenistan. Er ging dorthin und er war sehr bekannt für sein Wissen. Dieser Fakhruddin, liebe Geschwister, war sehr bekannt in sein Wissen. Und er ging als der bedeutendste Mufassirun und er lebte im Jahr 606 nach Hijra. Und er wurde sehr geachtet und als er kam, viele Menschen gingen zu ihm, um von ihm zu lernen, von ihm zu hören. Man hat Runde um ihn gemacht, das heißt, er wurde sehr stark geachtet. Und man erzählt, liebe Geschwister, in seiner Biografie, dass das einer war, wo am wenigsten man debattiert hat, weil er so starkes Wissen hat. Das heißt, die Leute haben nicht mal mit ihm viel debattiert oder diskutiert, weil sie wussten, er hat ein sehr, sehr starkes Wissen. Dieser Mann, liebe Geschwister, saß einmal und erfuhr, dass einer der Leute, der bedient, Wissen hat über eine Angelegenheit, die der nicht weiß oder wo er nicht so belehrt drin ist. Und der forderte diese Person, der so gesehen im Ansehen der Menschen tiefer war, fordert diese Person, dass er sich auf seinen Platz setzt, wo er mit dem Platz, wo er lehrt, und er, dieser Fakhruddin, dieser Sheikh, sich vor seine Füßen sich setzt, das heißt unten und als Schüler sich hinsetzt und von ihm das lernt, was er weiß. Und das hat er auch gemacht. Der hat zu ihm gesagt, setz dich hier. Der ist aufgestanden, hat gesagt, setz dich hier auf meinen Platz. Und der hat gesagt, nein. Der hat gesagt, doch, setz dich bitte hin, wo ich dir gesagt habe. Dann hat er sich da hingesetzt und hat die Blätter genommen. Der Fakhruddin hat die Blätter genommen von diesem Diener, von dieser Person. Und die der aufgefasst hatte zu einer bestimmten Wissenszweig. Und fing alle Fragen diesen Jungen zu stellen, diesen Schüler, sagen wir mal, zu stellen. Der Lehrer fing den Schüler diese Fragen zu stellen, um das zu verstehen und dass er ihnen das erklärt und wie alles aufgebaut ist, damit er das lernt. Und so wurde der Lehrer zu Schüler und der Schüler zum Lehrer. Und das zeigt, liebe Geschwister, dass die große Weisheit und Verständnis dieses Fakhruddin, Sheikh Fakhruddin, der gestorben ist, der gelebt hat 606 nach Hijra, welche Verständnisse hat und welche Weisheit, sich hinzusetzen als von seinen eigenen Bediensteten, von seinen eigenen Dienern, von seinen eigenen Schülern,
liebe Geschwister, Wissen zu erwerben. Und er fand sich nicht zu schade dafür. Er fand sich nicht zu schade dafür oder hat sich nicht geschämt oder hat sich irgendwie nicht aufgespielt, zu sagen, ich bin der Chef, ich kann nicht von einem Schüler lernen. Und das ist, liebe Geschwister, auch wahres Wissen. Warum? Weil der Mann verstanden hat, durch das Wissen, was er hat, dass es darauf ankommt, das Wissen ständig zu erwerben und nicht abzulehnen, weil die Person irgendwie Schüler ist und nicht in selben Position hat. Denn es geht schon um das Gesagte, liebe Geschwister, und nicht um die Person selbst. Und so, liebe Geschwister, zeigt, wie groß die Liebe und der Respekt der Rechtsgelehrten war gegenüber den Ilm, gegenüber das Wissen. Wie groß die Liebe und der Respekt der Rechtsgelehrten war gegenüber dieses Wissen, dass sie sich nicht mal zu schade fanden, sich hinzusetzen und von einer Person zu lernen, der vielleicht nicht denselben Umfang an Wissen hat, aber in einem Bereich was wusste, was sie nicht wussten. Und wie viele, wir kennen das heutzutage, liebe Geschwister, versuchen die meisten so zu tun, als würden sie von allen Ahnung haben. Und versuchen überall mitzureden. Und ich finde das immer sehr schade und eigentlich sehr traurig, wenn meine Brüder und meine Schwestern ihre Zeit verplappern und ihre Zeit vergeuden, indem sie mit Geschwistern sitzen und über Meinungsverschiedenheiten in gewissen Urteilen besprechen, diskutieren und aussprechen, aber selbst nicht mal so viel Wissen besitzen, um ihre eigene Meinung wiederzugeben. Das heißt, jetzt geben wir ein einfaches Beispiel. Die Beispiele sind ja bekannt, sei es bei den Schwestern Niqab, sei es bei den Brüdern keine Antarik Salat, der das Gebet verlassen hat, welcher Hukum das ist, oder sei es nach dem Rukur, ob man die Hände bindet oder fallen lässt. Egal welches Thema man nimmt. Man sieht die Geschwister, wie sie eine ausgedehnte Diskussion haben, eine sehr lange Diskussion haben, fast Hass wirken lassen gegenseitig, liebe Geschwister, und diskutieren über Angelegenheiten. Und sie besitzen nicht das Wissen, um die Meinungen zu vergleichen und um die Meinungen hervorzubringen und zu sagen, was konnte richtig oder falsch sein, dass sie erstmal vielleicht manchmal nicht mal die arabische Sprache beherrschen, um die Quellen, die Ursprungsfälle nachzuforschen. Und wie ich gerade gesagt habe, geschweige, ob sie das Wissen haben, ihre eigene Meinung, die sie vertreten, überhaupt richtig zu erklären. Mit den Hadithen und mit den Ayat und mit den Aqwal der Ulema und so. Und das ist, liebe Geschwister, das ist eine traurige Angelegenheit, wenn man sieht, wie die Geschwister über diese Sache ihre Zeit verlieren. Und ich bin mir sicher, wenn sie in der Zeit nur zwei Versen aus dem Buch Allahs lesen würden, wenn sie in der Zeit ein Hadith sich gegenseitig benachrichtigen würden und sagen, guck mal, ich habe diesen Hadith gelesen und ich habe diesen Hadith gelesen, vielleicht mehr davon haben. Und Allahu A'lam, ich bin mir sicher, dass sie wirklich mehr davon haben. Dass sie sowieso bei Koran lesen, ein Buchstabe 10 Hasanat ist. Und beim Diskutieren vielleicht, liebe Geschwister, nichts dabei rauskommt außer Hass und Groll gegenüber die Person. Und dann streitet man sich über Themen, wo die Gelehrten der Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, weil ich rede über Ikhtilaf der Gelehrten der Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, nicht Ikhtilaf zwischen den Gelehrten der Ahl-Sunnah und Gelehrten der Ahl-Bid'ah. Nein, wir meinen, liebe Geschwister, über die die Meinungsunterschiede der Gelehrten, die nach Koran und Sunnah sind und bestätigt sind. Wobei man diskutiert Dinge aus, wo die Gelehrten der Ahl-Sunnah sich nicht einig geworden sind, große Gelehrten wie Sheikh Al-Albani rahimahullah und Sheikh bin Baz rahimahullah, die vielleicht in einer Sache Meinungsunterschiede hatten und die zwei nicht einig geworden sind, die hatten wahres Wissen, liebe Geschwister, großes Wissen, sie waren die Elite der Umma, und dann kommen zwei Brüder oder zwei Schwestern, die gerade mal Alif Ba gelernt haben oder vielleicht 10 Verse aus dem Buch Allahs oder ein Hadith knapp auf Arabisch hinkriegen oder vielleicht ein Buch gelesen haben. Und dann versuchen sie mit dieses bisschen Wissen oder was sie im Internet gehört haben oder gelesen haben, dann eine Diskussion aufzubauen. Und dann diese Diskussion baut noch auf Jahl auf. Man verhält sich dann auch Jahl. Die Ulema haben sich nicht so verhalten. Es gibt Ereignisse, wenn man das sieht, liebe Geschwister, bekannte Ereignisse zwischen den Gelehrten, wie sie miteinander umgegangen sind, weil sie wahrlich Wissen hatten. Und das ist eine Angelegenheit, liebe Geschwister, die man auch hier dazu fügen muss, dass die Leute viel Zeit darin verlieren. Das wiederholen, liebe Geschwister, und ich kann mich erinnern, wie Sheikh Abul Hussein in den Unterrichtungen von Mustal al-Hadith gesagt hat, dass die Ahlu Hadith sagen, liebe Geschwister, das Wiederholen auf dieser Erde ist gewonnene Zeit. Und die Diskussion ist die verlorene Zeit. Und wahrlich ist seine Wahrheit, liebe Geschwister. Denn wenn du in der Zeit, die du diskutierst, wenn du die rausnehmen würdest und in der Zeit nur Dinge wiederholen würdest, die du schon mal gelernt hast, wahrlich würdest du mehr Nutzen haben als die Diskussion selbst. Deswegen, liebe Geschwister, setzen wir das ganz kurz zusammen, um in den letzten Punkt zu kommen. Wahres Wissen, liebe Geschwister, wird nicht nur auf einem Blatt Papier dargestellt.
Wahres Wissen ist das Wissen, wonach du handelst. Was du erwerbst an Wissen, verinnerlich und danach nach außen in Taten umsetzt. Wahres Wissen, natürlich, liebe Geschwister, kann nur genommen werden von dem Buch Allah subhanahu wa ta'ala und der Sunna des Gesandten aus Sallam, so wie seine Gefährten, liebe Geschwister. Wie der Ibn Qayyim rahimahullah gesagt hat über Ilm, er hat gesagt, das Wissen ist Qal Allah, Qal Rasul, Qal Sahaba. Allah hat gesagt, der Prophet hat gesagt, die Sahaba radiallahu anhum haben gesagt. Deswegen, liebe Geschwister, wahres Wissen ist auch das Wissen, was ständig erworben wird und vermehrt wird. Und man versucht es ständig zu vermehren. Natürlich werden Zeiten kommen, wo man faul wird ein bisschen, wo man nicht die Lust hat, wie man sonst hat die Tage, aber man muss versuchen, sie immer zu überbrücken. Und auch wenn es ein Hadith ist, den man am Tag liest, und auch wenn man nur 10 Minuten Ders hört oder 5 Minuten YouTube-Video guckt über eine bestimmte Angelegenheit, mach es. Und liebe Geschwister, wir haben gehört, was die Gelehrte gesagt haben, bezüglich dem wahren Wissen, die Ulema, die Salafus Salihin, was die gesagt haben, wie oft sie erwähnt haben, wie wichtig ist das Wissenstreben, weil wir haben gesagt, der erste Punkt geht es darum, das ständige Wissenstreben bis zum Sterben, haben sie gesagt, liebe Geschwister, dass man nie damit aufhören soll und dass man als Unwissen gilt, wenn man aufhört, Wissen zu erwerben. Und wie wir auch gesehen haben bei den Sheikh Fakhruddin Ar-Razi, liebe Geschwister, wo der sich ein großer Mufassir war, aber sich nicht zu schade gesehen hat, sich hinzusetzen und von einer Person zu lernen, die weniger Wissen hat als er. Und das ist auch eine große Angelegenheit, liebe Geschwister. Eine große Angelegenheit des Charakters und eine große Angelegenheit des Verständnisses in der Religion. Und der vom Lehrer zum Schüler geworden ist und der Schüler automatisch zum Lehrer, das gehört auch zum wahren Wissen, liebe Geschwister. Das ist Liebe zum Wissen und das ist Respekt zum Wissen, liebe Geschwister. Nun, liebe Geschwister, ganz kurz zu Dingen, die aufgezählt werden als Ratschlag, was der Muslim an Wissen erwerben sollte und bi'idhnillahi an jeden Muslim. Weil es gibt Dinge, liebe Geschwister, man muss sie lernen. Es gibt Dinge, man muss sie lernen und jeder Muslim sollte sich anstrengen, Dinge zu lernen. Und mittlerweile, liebe Geschwister, gibt es so viele Bücher, Vorträge über fast alle Themen im Islam. Auf Deutsch, in deutscher Sprache mittlerweile schon auch. Vielleicht nicht so viele Bücher, Quellbücher, aber es gibt mindestens sehr, sehr viele Vorträge. Also Audio-Vorträge gibt es ziemlich viele. Zum Beispiel von Sheikh Abu Hussein oder Sheikh Abu Anas oder Abu Jamal oder andere Brüder. Bruder Abu Hamza hat sehr viel auch gemacht in verschiedenen Bereichen, Abu Jibril und andere Brüder. Und alle anderen Brüder, ich muss ja jetzt nicht alle Duat und Mashaykh namentlich erwähnen. Und liebe Geschwister, das heißt, es gibt Möglichkeiten, sehr viele. Und bevor ich erwähne, was hier als Nasiha gegeben wird, dass man als Wissen erwerben sollte, möchte ich ganz kurz dazu was sagen, zu den Möglichkeiten, Wissen zu erwerben. Liebe Geschwister, es wird erzählt, dass es eine Person gab, die von Imam Ahmed ibn Hanbal lernen wollte. Und als diese Person Imam Ahmed ibn Hanbal aufgesucht hat, war Imam Ahmed ibn Hanbal im Gefängnis. Und als er das gehört hat, ist er in den Gefängnis gegangen, am Fenster, am Gitter, und hat nach Imam Ahmed gerufen. Imam Ahmed hat ihm gesagt, ich kann dich nicht belehren, da ich im Gefängnis sitze. Aber was ich machen kann, ich kann dir jeden Tag, du kannst kommen und nach Dings fragen, nach Almosen. Und ich werde dir ein Stück Brot schmeißen. Und ich werde in diesem Stück Brot ein Stück Papier haben mit einem Hadith oder einem Scharh oder einem Ayah. Und so kannst du lernen. Und was denkt ihr, liebe Geschwister, wie lange er die Person diese Möglichkeit wahrgenommen hat, zu lernen von einem großen Gelehrten? Weil die Leute haben damals das Wissen respektiert und geschätzt. Er hat das nicht einen Monat gemacht oder zwei oder ein Jahr oder zwei Jahre. Er hat das 5 ganze Jahre so gemacht. 5 ganze Jahre hat er so gelernt von dem Sheikh, liebe Geschwister. Und das muss man erstmal wegstecken. 5 Jahre, liebe Geschwister, hat so gelernt. Heutzutage brauchst du nicht viel. Heutzutage brauchst du dreimal DW einzugeben, einmal Punkt, dann irgendeine bestimmte Seite in irgendein Thema und dann Punkt, liebe Geschwister, komm, DE, was auch immer. Und dann gelangst du schon in das Wissen. Dann hast du schon alles vor dir. Und in guter Qualität und in verschiedenen Sprachen. Oder du brauchst, liebe Geschwister, in den Shops dich rum ein bisschen zu gucken und hast so viele Büchermöglichkeiten. Was denkst du, liebe Geschwister, oder mittlerweile gibt es CDs, wo tausende von Hadithen sind. Ich kannte mal, ein Bruder hat mir eine CD gegeben, da waren 700 Vorträge, wenn ich mich nicht täusche, von Sheikh Al-Albani drauf über verschiedene Angelegenheiten. Also es gibt so viele Sachen. Stell mal vor, was würden die Gelehrten damals gemacht haben, was würden sie dafür tun, auf eine CD alle Vorträge, Hadithe zu haben und so viele Erklärungen und Tafsir. Deswegen, liebe Geschwister, die Möglichkeiten sind viele.
Und das wissen wir alle. Und das sollten wir wahrnehmen, bevor die uns weggenommen werden. Das ist, bevor wir vielleicht nicht mehr die Möglichkeit haben. Nicht nur, weil man vielleicht es verbieten will oder weil man da vielleicht gegen hetzt oder etc. Man versucht, manchen Leuten den Mund zu verbieten, obwohl man Alhamdulillah das Gute lehrt und das Schlechte verwehrt und man den Leuten das Gute mitgibt. Und wir versuchen, den das richtige Verständnis den Muslimen mitzugeben, damit die Person nicht auf dumme Gedanken, damit die nicht dumm handeln, damit die nicht selbst handeln von ihren eigenen Gefühlen. Weil für Muslime ist es sehr wichtig, sein Handeln nach Koran und Sunna zu messen. Nicht nur das, liebe Geschwister, es kann sein, dass dir die Möglichkeit irgendwann genommen wird, dass du blind wirst, dass du taub wirst. Möge Allah beschützen oder dass wir Gehbehinderte nicht mehr zu Vorträgen fahren können. Und dann, liebe Geschwister, ist die Möglichkeit dann auf einmal weg. Ich kann mich erinnern, liebe Geschwister, mit dem Bruder Abu Adam, als wir von Belgien, wir haben hier in Belgien ein gewisses Studium abgelegt in der arabischen Sprache und in verschiedenen Fachbereichen des Islams. Und als wir auf dem Weg zurück einmal waren, hat er mir gesagt, Bruder, wir müssen das jetzt richtig ausnutzen, normalerweise die Tage in den Bergen, weil es kann eine Zeit kommen, wo wir nicht schaffen, hier hinzukommen. Hab ich mir gedacht, nee, wie soll das passieren? Siehst du, klappt doch alles und wir kommen da immer hin und so. Er hat zu mir gesagt, wer weiß, vielleicht werden wir beschäftigt oder irgendwas bekommen, wie irgendwas passiert, dann können wir gar nicht mehr gehen. Und die Zeit kam. Hier haben wir jetzt ein Jahr lang Stress gehabt, hier mit der Moschee und davor war schon Stress genug. Und die Zeit kam, wo ich dann nicht mehr, gar nicht zur Uni kam. Und dann habe ich gemerkt, wie sehr es ihm gefehlt hat und wie gerne ich das zurückhaben wollte, diese Zeit zu lernen. Und ich habe mir gedacht, boah nein, ich hätte nur noch mehr genutzt. Aber es ist vorbei. Und dann ist es sehr schwer, wieder diese Zeit aufzugreifen. Deswegen, liebe Geschwister, die Möglichkeiten wahrnehmen. Tayyip, kommen wir zum letzten Punkt, liebe Geschwister, oder zu dem im Endeffekt ein, zwei Sachen, die ich euch noch mitgeben wollte. Ist, liebe Geschwister, was Muslime wissen sollten, was sollte der Muslim und die Muslima, und ich betone es ja auch die Muslime, wie ich am Anfang gesagt habe, beide, liebe Geschwister, wissen sollen. Als allererstes, liebe Geschwister, natürlich ist die fundamentale Grundlage der Religion. Grundlagen, die Religion besitzt, in der Aqida, im Glaubensgrundlagen. At-Tawhid, die Arten des Tawhid, das Gegenteil, Ash-Shirk. Ja, Teile von, man sollte wissen, was ist Kufur, man sollte wissen, was ist Iman, man sollte die Glaubensartikel können, man sollte die Säulen mindestens können vom Islam, also das ist sowieso eine Sache, die da sein sollte. Diese Dinge mal ein bisschen reinschnuppern und erfahren und ein bisschen lernen und davon gibt es verschiedene Vorträge. Und ich werde bieten, vielleicht am Ende des Videos mal ein paar Seiten für deutschsprachige Vorträge und Wissensseiten mal einblenden, wo ihr mal reingucken könnt. Und natürlich, wie auf unserer Seite Muslimtube findet ihr auch, wir haben da auch verschiedene Videokategorien, da könnt ihr einiges finden. Und auch wenn ihr geht unter Wissen und Lehrreichen, sind so viele Vorträge. Und das ist das Erste. Das Erste sind Grundlagen der Religion. Ich habe auch mal eine Serie gemacht über die drei fundamentale Grundlagen der Religion, die sehr wichtig sind für jeden, muss zu wissen. Ich habe auch das Buch dafür präsentiert, was Sheikh Abu Jamal verfasst hat oder übersetzt hat von Sheikh Ibn Thaymin, rahimahullah. Und das sind sowieso die wichtigsten fundamentale Grundlagen festgehalten. Und die findet ihr auch im Internet. Und dann, liebe Geschwister, sollte man etwas vom Fiqh und Hadith lernen. Ja, ein bisschen von Ulum al-Hadith, es gibt Mustala al-Hadith für Anfänger, also Hadithischer für Anfänger, dass man ein bisschen, paar Dinge weiß, dass man weiß wenigstens, was ist ein Hadith, was bedeutet Hadith Sahih und was bedeutet Hadith Hassan und was bedeutet Hadith Da'if, dass man das nur weiß, also ich sage nicht, dass man ganz rein in die Wissenschaft Riwayat geht und Namen lernt und Arten lernt des Da'if und versucht, die Dinge zu erklären, nein, man sollte mindestens wissen, wie sich das Ganze aufbaut. Und woran sich das Ganze hält. Genauso im Fiqh, liebe Geschwister, sehr wichtig, dass man gewisse Dinge über Fiqh weiß. Ja, und auch wenn das oberflächlich ist, in Usul Fiqh, was ist, gewisse Dinge sollte man wissen. Und es gibt dafür auch Bücher. Und bi'idhnillahi ta'ala zeige ich euch ein paar Sachen gleich, die es so gibt. Und dann, liebe Geschwister, sollte man etwas von unserem Propheten alaihi salatu wasalam wissen. Über seine Sira, über sein Leben, über seine Biografie. Man seine Sira mal durchlesen, wie sein Leben war und vielleicht auch ein-, zweimal lesen. Das ist auch vom Sinn, dass man gewisse Bücher vielleicht doppelt liest oder dreifach liest, um Sachen besser zu verstehen. Und dann sollte man, liebe Geschwister, etwas von Sahaba und Tabi'un lernen, von den goldenen Generationen und Tabi'in, sollte man lernen von den goldenen Generationen, wie sie waren, also ihr Leben, ja, wie sie gelebt haben und Geschichten von denen hören, die auch aufbauen, liebe Geschwister. Man sollte die bekannte Figuren des Islam einfach kennen, weil es ist sicher sehr traurig, dass wir so viele bekannte Menschen kennen auf dieser Erde, die unter den Menschen bekannt sind, aber die für uns Muslime beste Menschen vielleicht wenig davon wissen.
wenig darüber Bescheid wissen, liebe Geschwister. Genauso, liebe Geschwister, wie gesagt, auch über die Sahaba radiallahu anhum und tabi'un und tabi'un. Und genauso, liebe Geschwister, sollte man etwas vom Koran lernen, ein bisschen gewisse Suren auswendig lernen, die man braucht für sein Gebet, und versuchen sowieso sich anschauen, so viel Koran zu lesen, wie es geht. Für Probuchstaben haben wir gesagt, laut Hadith, liebe Geschwister, kriegt man 10 Hasanat und 10 gute Taten aufgeschrieben. Da kann man sich schon ausrechnen, was man kriegt, wenn man nur sagt, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, wenn man nur Surah Al-Fatiha liest. Und man sollte auch versuchen, etwas vom Tajweed lernen. Tajweed heißt, liebe Geschwister, die Art vom Lesen des Korans. Ja, und das heißt, man sollte versuchen, so weit wie es geht, so weit es die Aussprache lässt, versuchen, liebe Geschwister, den Koran richtig zu rezitieren und richtig auszusprechen. Man muss nicht lernen, liebe Geschwister, was jede Regel heißt vom Tajweed, weil Tajweed hat verschiedene Regeln. Man muss nicht versuchen können, man muss nicht wissen, jede Regel zu erklären und mitzugeben, aber man sollte wissen, wie diese Regel angewendet wird. Ja, wenn die Buchstaben vor einem ist, liebe Geschwister. Das ist sehr wichtig. Also diese Dinge, liebe Geschwister, werden empfohlen, liebe Geschwister, im Allgemeinen von allen Oberflächen zu lernen. Das sind 6 Punkte, liebe Geschwister, und ich gehe sie nochmal durch. Usuluddin, also Grundlagen der Religion und Grundlagen der Aqida, Glaubensgrundlagen, wie man sagt, fundamentale Grundlagen. Dann, liebe Geschwister, etwas vom Fiqh, vom Rechtslehre des Islams, etwas vom Hadithwissenschaft, von der Überlieferungswissenschaft, liebe Geschwister. Das heißt ganz oberflächlich, wie ein Hadith sich aufbaut, was bedeutet Hadith, was bedeutet Sunna etc. Und dann, liebe Geschwister, was haben wir gesagt? Sira vom Prophet sallam, Sira von Sahaba Tabi'un und Tabi'un Tabi'un, der goldenen Generation, die bekannte Figuren im Islam. Und dann sollte man, liebe Geschwister, etwas auch vom Koran auswendig lernen und die Art vom Lesen des Korans versuchen, sich anstrengen, diese Art zu lernen, Koran zu lesen. Und liebe Geschwister, wenn man dann merkt, dass ein Gebet, ein bestimmtes Gebiet von den Fächern einen liegt und man sieht, oh, ich habe Spaß in dieses Gebiet und ich liebe es zu lernen, dann sollte man auch, liebe Geschwister, dann auch es fordern und weiterhin dieses Fachgebiet, liebe Geschwister, ausdehnen. Das ist auch gut. Merkst du, dir gefällt Usul al-Hadith oder Mustal al-Hadith oder al-Fiqh oder al-Tajweed, dann dehne es auch, mein Bruder. Dehne es aus, mein Bruder und meine Schwester. Auch, liebe Geschwister, sehr wichtig, liebe Geschwister, ist auch das Beherrschen fremden Sprachen. Da wir sowieso eine bestimmte Aufgabe haben, jeder Muslim, nämlich diese wunderbare Religion und wunderschöne Religion mitzugeben, weiterzugeben den Menschen. Und weil wir gönnen den Menschen das, was wir uns selbst gönnen. Wir gönnen uns das Paradies, so gönnen wir ihnen auch. Und dann geben wir den Schlüssel fürs Paradies mit. Wir behalten diese Schlüssel nicht nur für uns und klären auf. Und deswegen, liebe Geschwister, ist auch das Lernen der Sprachen, der Fremdsprachen, auch wichtig für den Muslim, für den aktiven Muslim. Das Lernen der Fremdsprache. Dass das sowieso nicht nur ein Schlüssel ist für die Dauer, ist aber auch ein Schlüssel für den Umgang mit den Menschen. Denn wenn du die Sprache eines bestimmten Volkes sprichst, automatisch hast du eine Zuneigung zu diesem Volk oder das Volk zu dir. Ja, es ist eine Barriere überstanden und man ist über eine Barriere gegangen und man hat Türen geöffnet, liebe Geschwister, zu Kommunikation, Türen geöffnet, liebe Geschwister, zu Dialog und alle andere Dinge und sowieso zu Dauer, weil man dann auch den Menschen auf ihrer Sprache, mit ihrem Verständnis erklären kann, woran wir glauben und viel Missverständnis auch zur Seite räumen können dadurch. Das ist Fremdsprachen erlernen, ist wichtig und gab es auch in Zeit des Propheten Muhammad sallam, wo der Prophet sallam die Sahaba aufgemuntert hat, aufgefordert hat, gewisse Sprachen zu lernen. Und es gab Sahaba, die viele Sprachen konnten. Und Salaf und Salih, die viele Sprachen sprachen. Und liebe Geschwister, deswegen auch wir sollten darauf bemüht sein, Sprachen zu lernen. Man sollte sich, wenn man merkt, dass das einem liegt, weil es gibt Leute, die können das besser als der andere, oder es liegt einem eben, Sprachen zu lernen. Es ist schön, liebe Geschwister, diese Sprachen zu lernen. Und glaubt mir, ihr müsst das mal anwenden, wenn ihr eine Fremdsprache spricht und ihr trifft die Person, die diese Fremdsprache auch spricht, das heißt für ihn Muttersprache, schäm dich nicht, diese Sprache anzuwenden. Du wirst sehen, du wirst anders auf diese Person entgegenkommen. Also ich merke das selber als Grieche, wenn ich mit Leuten rede und die mich kennenlernen und die sagen, ja, Griech und so, und ich fange zum Beispiel mit denen Arabisch zu sprechen, weil er Araber ist, dann ist schon wieder ganz andere Beziehung zwischen mir und die Person, ganz andere Kommunikation zwischen mir und die Person, als wenn ich mit denen jetzt auf Deutsch weiterreden würde. Genau mit einem Deutschen zum Beispiel. Wir sind hier in Deutschland. Und sehr wichtig für uns, die Sprache zu sprechen. Warum? Um die Kommunikation, um, liebe Geschwister, die Benachrichtigung, die Aufklärung, der Dialog, all diese Dinge können nur
basiert auf die Sprache. Und deswegen sollten wir bemüht sein, liebe Geschwister, sie zu lernen. Und natürlich sowieso arabische Sprache für den Muslim, der seine Religion richtig lernen möchte, da sie sowieso, sagen wir mal, für uns Muslime die arabische Sprache wie eine zweite Muttersprache ist, oder eher gesagt die Muttersprache ist, um den Koran besser zu verstehen. Aber ich beziehe jetzt dieses Lernen der Fremdsprachen mehr, liebe Geschwister, auf die Kommunikation mit Menschen, Umgang mit Menschen, auf, liebe Geschwister, der Dawah und den aktiven Muslim. Denn wie gesagt, wenn man mit diesen Personen spricht, wenn ich Deutsche begegne und die sehen mich ja mit Bart und so denken, ja guck mal, dieser Afghan oder dieser Libanese oder dieser Araber, ich kann nicht, bestimmt nicht mal Deutsch, und dann fangen wir auf Deutsch zu reden oder die fragen etwas oder wir kommen irgendwie zum Gespräch und dann fange ich ganz normal das Deutsche sprechen, das ich gelernt habe, dann sagen die, boah, sie können aber gut Deutsch sprechen und sind sie hier geboren? Dann sage ich, nee, ich wohne erstmal hier 10 Jahre oder so, ich bin jetzt 10, 15 Jahre hier in Deutschland, bin mit 11 hier rübergekommen, etc. Dann sagen die, oh krass und so, wie geht das und wunderbar, so. Ist sofort ganz anderes Klima da, weil er sieht, ey krass, er hat meine Sprache gelernt. Genauso bin ich begeistert, wenn eine Person kommt und mir Griechisch spricht. Das sowieso griechische Sprache, so voll die krasse Sprache ist, also von einem Schwierigkeitsgrad. Und wenn er mir Griechisch, wenn ich jetzt ein oder ein Bruder mir entgegne und mir ein paar Sachen auf Griechisch spricht, automatisch, oh, das hat nichts mit Nationalismus, nicht, dass ihr das falsch versteht, das hat nichts mit Nationalismus zu tun, liebe Geschwister. Und wir sehen das gleich in den Hadithen, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat auch gefordert, gewisse Sprachen zu lernen, wie Hebräisch und Syrisch. Und liebe Geschwister, glaub mir, du öffnest Türen. Auch für dein Leben, in dein Leben und auch fürs Zusammenleben. Miteinander, nebeneinander, ist uninteressant hier. Deswegen, liebe Geschwister, ist es auch wichtig für uns, dass wir uns vielleicht fordern, eine Fremdsprache zu lernen. Ja? Und wenn du nächstes Mal eine Person triffst und er sagt dir, was weiß ich, ich bin aus Polen, und sagst, Czotto Robisch, wie geht's dir auf Polnisch? Oder sagst, ich bin Bosnier, Kakoe, und dann fängst du auf Bosnisch zu reden, dann weißt du, wie der lächelt. Ja? Vielleicht, obwohl der davor vielleicht gegrinst oder so komisch geguckt hat. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es sehr wichtig, dass wir auch aktiv werden. So, liebe Geschwister, gibt es einen bestimmten Hadith von Zayd ibn Thabit, wo der vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja, aufgefordert wird, Hebräisch zu lernen. Und Zayd sprach, ich lernte, und sagte in dieser Überlieferung, ich lernte sie. Ich lernte die Sprache Hebräisch und ich brauchte nur einen Monat, um in ihr bewandert zu sein, also um die zu sprechen. Dann pflegte ich alle Briefe, die der Prophet sallam an sie schicken wollte, also in Hebräer, niederzuschreiben, und ich las ihm die Briefe, die sie ihm sandten, vor. Und in einem anderen Bericht erzählte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, fragte mich, kannst du Syrisch? Ich habe einen Brief in dieser Sprache erhalten. Ich antwortete nein. Er sagte alaihi wasallam, dann lerne es. Also lernte ich es. Und liebe Geschwister, Ibn Zubayr radiallahu anhu war ebenfalls einer, liebe Geschwister, der Gefährten oder Person, die viele Sprachen konnten. Und man erzählt, dass der etwa 100 Sklaven hatte, und von diesen Menschen, Sklaven, die er hatte, fast jeder von denen eine andere Sprache sprach, und er konnte sich mit jedem auf seiner Sprache kommunizieren, mit jedem auf seiner Sprache, liebe Geschwister, mit jedem konnte er sprechen. Das heißt, er pflegte, liebe Geschwister, viele Sprachen zu sprechen. Und das war ein Mann, dieser Ibn Zubayr, liebe Geschwister, radiallahu anhu, war ein Mann. Man hat immer gesagt, wenn man den gesehen hat, wie der für Dunya geackert hat oder was er dafür gemacht hat, man hat gesagt, der hat bestimmt keine Zeit für Akhira. Und wenn man ihn gesehen hat, wie der für Akhira gearbeitet hat, man hat gesagt, dieser Mann hat keine Dunya. Das heißt, er war immer auch bemüht, liebe Geschwister, Dinge vernünftig zu machen. Deswegen ist es wichtig, liebe Geschwister, auch heutzutage für uns Muslime, dass wir Fremdsprache lernen, weil es ist auch wichtig für uns zu erfahren, was sagen andere Länder über uns Muslime, was denken sie über Islam, was schreiben die, was kann man Gutes von denen nehmen und was kann man Schlechtes davon erfahren, damit wir dieses Schlechtes vom Weg räumen, indem man aufklärt. Ja? Und somit, wenn man zum Beispiel viele Sprachen spricht und man kann mit anderen Menschen auch sprechen, dann über die Religion, weil sie vielleicht ein falsches Bild haben oder weil sie mal gerade Interesse haben, ist es auch zum Wohle der Umma, und du hilfst damit auch durch die Umma des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. So, liebe Geschwister, wie ihr seht, ist im Allgemeinen im Endeffekt das Wissen erwerben sehr wichtig für uns. Und sehr wichtig ist es, liebe Geschwister, dass wir es erwerben, bis wir sterben, dass wir nie aufhören, Wissen zu erwerben, dass wir uns nie zu schade selbst ist, Wissen zu erwerben, dass man sagt, nee, das will ich jetzt nicht mehr lernen. Und sei es auch wenn es gewisses, welches Wissen gibt, ist es auch wichtig zu lernen, liebe Geschwister, dass man auch ein Allgemeinwissen mit sich trägt.
Aber natürlich für den Muslim an allererster Stelle das Wissen der Religion und wie, was ich auch gerade natürlich alles gesehen, bezogen auf die Religion und das Wissen nach Koran und Sunna und die Dinge, die man erwähnt hat, die man als Nasiha gegeben hat und auch das mit den Fremdsprachen. Weil, liebe Geschwister, der Prophet sagt auch in einem klaren Hadith, der auch authentisch ist, Talibul ilmu faridatu ala kulli Muslim, das Wissen, das Streben nach Wissen ist Pflicht für jeden Muslim und Muslim mit einbezogen. Und hier sagen die Rechtsgelehrten, ich glaube Ibn Qayyim rahimullah auch, dass hiermit gemeint ist, welches Wissen, das grundlegende Wissen, das heißt, dass die Grundlagen zu lernen, ist auf jeden Fall Pflicht. Und ich kann mich erinnern, auch wie wir in Belgien vom Sheikh saßen und unser Sheikh gesagt hat, dass das gewisse Wissen wichtig ist, verpflichtend ist zu lernen, wie Tawhid und auch die Gegensätze, Schirk, Sunna, Bid'a, dass man das lernt, was diese Dinge sind. Das ist wichtig, liebe Geschwister. Du kannst nicht, okay, du weißt, was Sunna ist, dann sollst du auch das Gegenteil wissen. Was ist Bid'a? Um nicht in diese Sache hineinzufallen, weil genauso wie du weißt, was Halal ist, musst du auch wissen, was Haram ist, damit du nicht das Haram begehst. Und jetzt würde ich sagen, ja, aber Unwissen. Aber Unwissen hat auch seine Grenzen. Und wenn jeder sagt dann Unwissen, dann, ich glaube, Imam Shafi'i rahimullah gesagt hat, wenn Unwissenheit uns immer schützen würde, dann wäre doch besser, wenn wir immer Unwissen geblieben wären. Das ist nicht, man kann nicht immer sagen Unwissen, wenn man selber sich nichts dafür tut, um Wissen zu erwerben. Weil man hat ja die Möglichkeiten. Es kann etwas mit Unwissenheit passieren. Dann natürlich, liebe Geschwister, bei Allah subhanahu wa ta'ala, ist es was anderes. Hast du eine Entschuldigung. Aber wie oft kann etwas mit Unwissenheit passieren? Das ist die Frage, liebe Geschwister. Und deswegen sollten die Brüder, und ich kann mich dann wieder, der Sheikh uns das gegeben, und er hat uns auch das Beispiel mit dem Tajwid gegeben. Er hat gesagt, Tajwid lernen, nach Tajwid rezitieren ist eine Pflicht, zu lernen, zu versuchen, sich selber zuvor nach Tajwid zu rezitieren. Aber es ist nicht verpflichtend für jeden Muslim, also Fardul Ain, für jeden Muslim, alle Regeln erklären zu können und alle benennen zu können und die ganzen Buchstaben zu ordnen zu können. Das heißt, wichtig ist erstmal, dass er nach Tajwid oder verpflichtend ist, dass er danach rezitiert. Das ist das Verpflichtende. Und deswegen, liebe Geschwister, bemühen wir uns gegenseitig, uns dazu helfen, das Wissen zu erwerben und natürlich jeder für sich weiterhin und weiterhin und weiterhin immer wieder sein Wissen zu vermehren. Nochmal, liebe Geschwister, diese Sache war an mich persönlich und an euch gedacht, als eine Nasiha vom Bruder zu Bruder, vom Bruder zu Schwester. Weil, Alhamdulillah, wir sind uns gegenseitig, wir sind eine Familie und wir sind uns gegenseitig Helfer zum Guten. Und wenn ein Bruder ein bestimmtes Buch auch empfehlen kann, kein Problem, ich nehme es gerne an, einfach eine E-Mail schreiben. Ich zeige euch ein Buch. Natürlich, ich wollte ein, zwei Bücher auch zeigen am Ende, die für die Deutschsprache, weil in der deutschen Sprache, wie gesagt, gibt es jetzt nicht so viele Bücher, aber es gibt einige Bücher. Und hier, liebe Geschwister, ist ein Buch, der ideale Muslim, und das gibt es auch für Frauen, die ideale Muslima. Es ist sehr zu empfehlen. Für jeden Bruder, der angefangen hat mit der Religion, weil es ist sehr, es ist kompakt und es ist vieles drin, was ein Muslim wissen sollte. Mit Umgang mit sich, mit Allah, mit Frau, mit Kindern, mit Familie, mit Verwandtschaft, mit Eltern, mit allem. Man kann vieles hier finden, vieles, was ein Nutzer. Ich habe das Buch gelesen, ich finde ein paar Seiten noch, 10, 20 Seiten, dann habe ich das durch. Und ich muss sagen, ich habe selber zu mir gesagt, boah, hätte ich das doch vor 9 Jahren gelesen. Hätte ich das doch, ich bin ja jetzt 9, 10 Jahre oder Muslim, hätte ich das vor 9 Jahren gelesen. Ja, tayyib, alhamdulillah, qadar Allahu ma shafa'al. Lakin, liebe Geschwister, das ist ein Buch, was ich auf jeden Fall empfehle an jeden Bruder und jede Schwester. Das wird euch sehr, sehr viel die Augen öffnen und weite Sicht geben. Und bi'idhnillahi, jetzt noch 1, 2, 3 Bücher zu den Themen, die ich erwähnt habe. Zu den Themen, die ich mitgegeben habe als Naseha, diese 6 Dinge, die lesen können. Also liebe Geschwister, bitte versuche ich jetzt auf diesem Weg ein paar Bücher zu zeigen, die ich selber empfehle und die man lernen kann in diesen Themen, die man gesagt hat. Natürlich, wie gesagt, in der deutschen Sprache ist es ein bisschen schwer, in der arabischen Sprache gibt es da viel mehr, in Englisch noch viel, viel mehr, so wie auch in Türkisch und so gibt es da viel mehr Sachen. Im Türkisch kann ich Ruraba Verlag sehr empfehlen und gibt es auch Darul Hadith, glaube ich, einen Verlag, das ist von Belgien, von unserem Sheikh Abdurrahman Hoja und Mustafa Dolmes, die haben auch da gewisse Sachen. Natürlich im Englischen, wie gesagt, ist sehr breit, da ist sehr viel übersetzt. Im Englischen natürlich kann ich eine Sache, wer Englisch kann, Islamic Studies von Sheikh Bilal Phillips, sehr gut, sehr schön aufgebaut, sehr grundlegend aufgebaut, viele Grundlagen zu allen diesen Thematiken, die wir angesprochen haben, sei es Hadith, sei es Fiqh, sei es
Koran, sei es Tafsir, sei es Aqida. Das ist sehr schön. Ich habe das, glaube ich, auch hier irgendwo gehabt. Das wollte ich euch zeigen. Mit den Islamic Studies. Das ist dieses Buch hier. Na, wie ihr seht, liebe Geschwister. Islamic Studies. Das ist Band 2. Davon gibt es 4 Bänder. Sehr, sehr schönes Buch. Das kann man auch per Fernstudium bei denen machen, sogar im Internet. Für die Englischsprachige. Jetzt für die Deutschsprachige, liebe Geschwister, in der Akida. Ich zeige einmal so ganz normale grundlegende Dinge und dann kann man das natürlich. Gibt es Bücher, die sind ein bisschen fortgeschritten, auch in Deutsch sogar. Alhamdulillah. Also erstmal natürlich Tawhid von Bilal Philips auf Deutsch. Sehr schön für jeden Bruder, der anfängt, um die richtige Akida zu lernen. Und dann, liebe Geschwister, was man. Ja, mir fallen schon Sachen hier auf den Boden. Für Sünde des Propheten a.s. Hier, liebe Geschwister, hat der Bruder von Schreibfehler geschrieben. Ja, ich finde das sehr schön geschrieben, sehr einfach geschrieben, macht auch Spaß beim Lesen, also sehr, sehr schön geschrieben, muss man einfach dem Bruder lassen. Es gibt auch andere, natürlich gibt es der Mohammed, Mohammed, der Prophet der Barmherzigkeit von der Islamischen Bibliothek. Aber wie gesagt, hier ist schon ein kleines Buch gemacht und sehr schön geschrieben. Für Sira des Propheten. Ein Buch, ich glaube, das wird nicht mehr gedruckt, aber wenn ihr das findet, habt ihr Glück. Hier, Weg der Gefährten. Ja, hier sind ein paar Geschichten der Sahaba aufgezählt. Ja, unsere Gefährten, radiallahu anhum. Auch sehr schön. Also, das Buch ist auf jeden Fall auch sehr schön. Die Geschichten sind sehr schön aufgezählt. So viele arabische Brüder kennen das Hayat Sahaba. Dann gibt es hier zum Fiqh-Bereich. Ja, Al-Fiqh ist natürlich nicht so einfach, aber ich habe hier ein Buch, Fiqh al-Ibadat, von Sheikh Abu Jamal gemacht. Ja, übersetzt und erweitert von Mohammed Bassin Abu Jamal. Teil 1, davon gibt es 2 Teile. Davon gibt es auch eins für Frauen sogar. Steht Fiqh für Frauen. Ja, das ist über Blutungen und so Regelungen. Und das kann ich empfehlen. Ich habe es auch gelesen gehabt. Also hat mich sehr geholfen am Anfang für Fiqh al-Ibadat. Dann. Nochmal zur Aqida, oder ne, was zeige ich bei den Weitführenden? Ja, idealer Muslim, habe ich euch gesagt, empfehle sowieso jeden Bruder, soll er machen, zu lesen, also das lohnt sich auf jeden Fall, idealer Muslim, das Buch festigt auch einen, also es festigt selber einen in das Buch selber, weil du bist die ganze Zeit am Lesen und du kommst einfach nicht weg und man guckt, es ist auch so ein Nachschlagwerk, du kannst immer wieder reinschauen, nicht reinhauen, reinschauen, was so in dem Buch alles stand. Dann, liebe Geschwister, zu Mustalah al-Hadith. Mustalah al-Hadith ist nicht so einfach. Ja, ich muss hier was aufheben. Mustalah al-Hadith ist nicht so gerade einfach, liebe Geschwister, was zu empfehlen, aber weil es nicht so viel gibt. Aber zum Beispiel, ich empfehle einmal, also für den Anfang, ich finde das sehr schön und man, das ist schon eigentlich sehr weit. Also es geht in diesem Bereich, geht es automatisch tief hinein in der Materie, aber man kann sehr viel lernen. Und auf jeden Fall reinschnuppern. Ist hier diese DVDs, da sind glaube ich 1, 2, 3, 4, Moment, 1, 2, 3, 4, 8 DVDs müssen da sein oder mehr. Ja, Mustalah al-Hadith, Einführung in Hadith, ist es Chef von Sheikh Abu al-Hussein. Also, ich habe das gemacht, ich habe mir alle DVDs angeguckt, hat er mir alles aufgeschrieben, das hat mir sehr geholfen. In Mustalah al-Hadith, muss ich sagen. Ne, möge Allah den Sheikh segnen für diese Arbeit. Also, mir hat das sehr Gutes getan. Ich habe auch das Buch, was er benutzt auf Arabisch, auch habe ich auch mal reingeguckt. Also, top Sache. Was auch hilft natürlich zu den DVDs, weil ich habe das auch als Hilfe genommen für manche Sachen, die vielleicht der Sheikh erwähnt hat und ich wollte ihn nochmal nachschlagen. Entweder man hat die Möglichkeit, den Sheikh anzurufen, umso besser, dann erklärt er die Sache nochmal. Aber was auch schön ist, ist hier von Farid Haider, Einführung in die Hadithwissenschaft. Ja. Es sind auch nochmal die Begriffe aufgeschrieben, die da vorkommen und nochmal schön erklärt und so. Auch sehr zu empfehlen. Zu diesen DVDs von Hadithwissenschaft. Zum Koranlesen, liebe Geschwister. Hier, Alif Ba. Ja, wie ihr seht. Koranlesen für Anfänger von Nail bin Radhan, unserem Bruder Sheikh Nail. Auch sehr schön gemacht, sehr einfach gemacht. Also, ich habe das auch am Anfang, wo ich in Belgien war. Und wir haben auch Tajwid-Unterricht immer gehabt. Habe ich das auch benutzt am Anfang, so also immer reingeguckt, um gewisse Dinge besser zu verstehen. Die ich nicht direkt vom Chef verstanden habe, oder um nochmal nachzuschlagen. Dann nochmal zur Erweiterung jetzt. Ich habe jetzt die Dinge nochmal euch gezeigt, was man so nehmen kann am Anfang. Dann auch zur Erweiterung seines Wissens. Das Buch, was ich eben gesagt habe, die 3 fundamentale Grundlagen in der Religion, was ich auch Vorträge von gemacht habe, findet ihr auch im Internet. Das Buch sehr zu empfehlen. Ja, für die Brüder natürlich die Arabische von Sharh Usul al-Thalatha von Sheikh Ibn Uthaymeen. Sehr schönes Buch, also kann man nur empfehlen. Hier auch nochmal zu Grundlagen
Der Weg, das Verstehen der Religion. Ein sehr schönes Buch, an mir gefällt es sehr. Und einfach fundamentale Grundlagen, sehr gut gemacht von unserem Bruder Ahmed al-Bubara. Zusammengestellt im Fiqh-Bereich, im Fiqh über Salah, Kitab al-Salah. Natürlich das Buch von, einmal das Buch von Sheikh al-Albani, ja, über das Gebet des Propheten. Ist einfach für mich natürlich, ich habe das Buch öfters gelesen und ich muss sagen, am schönsten so, also detailliert und am schönsten das Gebet erklärt, wenn man auch sein Wissen hierin erweitern will. Also das Buch lernt man sowieso, Alhamdulillah, das Gebet sollte der Muslim können, aber um sein Wissen in das Gebet zu erweitern, um noch besser diese Ibadah zu verrichten, ist dieses Buch sehr zu empfehlen. Dann hier ein neues Buch, vielleicht noch nicht so bekannt, aber ich habe es schon hier, liebe Geschwister, Abhandlung über das Gebet. Ja, Demut mit im Gebet, das ist ein sehr schönes Buch geschrieben, da sind auch alles festgehalten, Kitab al-Salah und so, was man machen muss und so. Ich finde es noch nicht durch, aber wie gesagt, ich kenne den Bruder, der das übersetzt hat und zusammengefasst hat. Wir haben über das Buch geschrieben, auch sehr nutzvoll. Zum Fiqh-Bereich nochmal. Fiqh ist sowieso ein ganz, ganz großes Bereich. Von Sheikh Nail, das neue Buch. Ja, Band 1 kommt noch, Band 2 über Tahar und andere Themen. Ja, möge Allah dem Bruder segnen, auch dieses Buch sehr zu empfehlen. Das, liebe Geschwister, und viel mehr. Also ich konnte jetzt die ganze Zeit ein bisschen Regal und Bücher rausziehen und euch zeigen. Aber diese, dass ihr ein bisschen Einblick habt, ein bisschen gesehen habt, welche Bücher man so empfehlen kann und lesen kann, liebe Geschwister, die einfach einen helfen in diesen Bereichen, die wir erwähnt haben. Zum Tajwid, glaube ich, habe ich ein Buch nicht gezeigt. Moment, genau, fällt mir gerade ein. Wo ist es denn hin? Es gibt so ein Buch, genau das hier. Erweiterung des Tajwid. Also wenn ihr dieses Elif Bay gelesen habt, Koran lesen für Anfänger, ist dieses Buch, ups, dieses Buch. Das wurde Wissenschaft, davon gibt es auch ein CD von unserem Bruder Sheikh Nail bin Radhan, wo auch das Wutriegel erklärt werden nochmal, wenn man das erweitern möchte. Natürlich wichtig ist, dass man erstmal lernt, nach das Wut zu rezitieren. Ja, dann kann man das Wissen darin erweitern. Es gibt Bücher, man schnuppert rein, man kriegt oberflächlich was mit, man hat die Grundlagen drauf, und es gibt Bücher, wo man dann sein Wissen auch erweitern kann. Taib, dies wollte ich euch nochmal mitgeben, liebe Geschwister. Die sind die Empfehlungen, die man so, die Bücher, die man so da hat. Natürlich, liebe Geschwister, muss man immer, wenn man was liest, versucht, liebe Geschwister, nicht immer direkt eins zu eins kopieren. Das muss ich hier noch dazu fügen. Wenn ihr etwas liest in den Büchern, auch die ich jetzt empfohlen habe, wir sind ja alle Menschen, man kann etwas überliest haben, also nicht gelesen zu haben, nicht richtig gelesen zu haben, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Und, wenn ihr etwas liest, nicht sofort eins zu eins, okay, alles gleich, ich hab's gelesen, ich muss es so hinnehmen, ich muss es direkt so machen. Wenn du etwas liest und du vielleicht nicht richtig verstanden hast oder nicht sicher bist, Alhamdulillah, die Schüch, die wir in Deutschland kennen, die haben ihre Nummern, sind bekannt. Man kann anrufen, Sheikh, ich habe das und das im Buch gelesen, ich habe dieses Buch gelesen, Kitab al-Tawhid oder Tawhid oder Sira von Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, und da stand drin das und das. Und da bin ich mir nicht, stimmt das? Und der Sheikh, natürlich, dafür sind auch die Schüch da, Alhamdulillah, kann der den aufklären und sagen, guck mal, ach nein, das und das und das. Mach so, mach dies, oder ja, zum Beispiel ein bisschen Reichsfach machen, ne, du musst so machen, oder in anderen Bereichen wie Sira und Aqida und so, meinst du, nein, das ist so und das ist so. Deswegen, liebe, das ist auch sehr wichtig für die Geschwister, dass man, wenn man etwas liest, heißt nicht direkt, okay, alles gleich, nimm es so hin, man fragt, man forscht. Das ist sehr wichtig, weil alle rufen Schuyuch an, mashallah, und stellen 10-mal dieselbe Frage, darf ich Lippenschrift tragen, darf ich das machen, darf ich jenes machen, aber keine. Habe ich das Gefühl manchmal, oder wir vielleicht alle, machen diesen Fehler, rufen nicht für vernünftige Fragen an. Und das ist vom Shaitan, der hält uns mal davon auf. Deswegen, Alhamdulillah, so nimmt man auch vom Sheikh was Nutzvolles mit, nämlich sein Wissen. Und deswegen, liebe Geschwister, und wichtig, weiterhin Unterrichte besuchen im Internet, vor Ort. Vor Ort ist sowieso am besten. Also das meiste, was ich gelernt habe, habe ich wirklich, muss sagen, immer vor Ort gelernt. Ob es Seminare waren, ob das in Belgien in der Uni war, weil du hast einen Sheikh vor dir, das ist eben was ganz anderes. Deswegen anstrengen, weiterhin hinzugehen, und möge Allah Azza wa Jal unser Wissen vermehren, uns nutzvolle Wissen geben, mit rechtschaffenen Taten, liebe Geschwister, Wissen, was uns nutzt in dieser Welt, und Wissen, was uns nutzt am Yawm al-Akhirah. Und möge Allah Azza wa Jal mir und jedem Bruder und jede Schwester auf dieser Erde das Wissen vermehren und uns auf dem Weg zum Wissen erwerben leicht machen. Barakallahu fikum fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video ist hilfreich für euch und wird euch weiterbringen.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.